Boom! Und damit herzlich willkommen zu Diablo 2 Resurrected. So. Als erstes haben wir gleich die Musik mal ein bisschen leiser machen. Ich habe mit meinem Zockerkollegen, dem Chaos Prinz, eigentlich ausgemacht, dass wir das zusammen streamen. Da das Spiel aber jetzt noch nicht hat, werde ich das erstmal solo, als Solo-Projekt machen. Aber das werden wir auch nochmal zusammenspielen. Sobald es geht, wenn wir die Musik mal ein bisschen leiser machen. Verkleidet reist. Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, oh bitte vergebt mir, Tyrael, bitte. Es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir, Marius. Inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war... der Wanderer. Meine Zeit in der Zitadelle schien so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen. In den Bergen jenseits des Osttors. Wollt ihr was hier? Oh, ich habe tagelang gegen den Schlaf gekämpft. Denn wenn ich träume, kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an das Kloster und das Böse, dem es anheimgefallen war. Träume, Erinnerungen. Ich konnte sie nicht mehr unterscheiden. Gebrechliche Gestalt, kaum fähig, ihr eigenes Schwert zu halten, der sengende Schrecken sein, der mich in dieses Versteck einst trieb. Hm.
eigenen Dämonen gejagt, um diese unter Kontrolle zu halten. Und er verlor den Kampf. Ja, ich bin überzeugt, wahrhaftig den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstammte diese Dämonen meinen Träumen? Oder waren sie in den Anfang geboren worden? Gefolgt. Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Von dieser Stunde an reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten. Ja, leider muss ich was gestehen. Ich habe alle Diablo-Teile gespielt. Habe auch alle durchgespielt, außer Diablo 2, was es ja auch nur auf PC gab. Das habe ich nur mal bei einem Kumpel gezockt. Das einzige Spiel, was ich noch nicht durchgespielt habe. Alles andere habe ich schon durch. So, was haben wir hier? Eingeben hier. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich das Spiel jetzt noch nicht gespielt. Das starte ich jetzt das erste Mal. Thank you.
weiter. Jetzt geht. Da tut sich schon mal was. Wunderbar. So, diese Option wählen, um einen neuen Charakter zu erstellen. Okay. Ah, hier wird nochmal alles erklärt. Das ist von weg. Erstmal müssen wir unser Audio mal ein bisschen runterschrauben. Lassen wir 100% stimmen. Soundeffekte können wir alles so lassen. Außer es wird wirklich doch noch zu doll. Aber nehmen wir natürlich. Gut, dann erstellen wir uns mal einen Charakter. Jo. Wir machen natürlich offline. Online machen wir dann. Sobald der Chaos Prinz das Spiel auch hat und wir dann zusammen eine Session starten. So, mein Lieblingsspieler, den ich immer genommen habe bei Diablo, ist unser Bogenschütze. Assassine. Beschwörer hatten wir von Anfang an. Okay. Das gab es bei Teil 3 zum Beispiel nur als DLC. Obwohl der ist ein bisschen geklaut. Aber den kann man trotzdem nehmen. Kein Bogenschützen. Ah ja. Mit Speer und Bogen. Dann nehmen wir die Amazone. Ja, dann lassen wir alles auf Standard erstmal. Charaktername.
Gut, dann kann's losgehen. Guten Tag. Hallo. Hallo, Wareth. Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber... Habe ich es abgebrochen. Ja? Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit... Jetzt hat man ja. Akara ist die hohe Priesterin der Jägerin. Sie verkauft die paar magischen Gegenstände aus ihrem Besitz und kann sogar eure Wunden heilen. Sie ist sehr weise und wird helfen, wenn sie kann. So, haben wir hier schon irgendwas? So, dann gucken wir doch mal. Hier ist Akara. Ich bin Akara, hohe Priesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Das macht nichts. Hauptsache seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. In der Wildnis gibt... Quest wurde aktualisiert. In der Wildnis gibt es einen... So, hier haben wir unser Charakterbaum. Und hier. Ah, Stadtportal. Ja, und Identifikation. Damit kann man sich zurückporten in die Stadt. Okay, das ist ein bisschen anders aufgebaut. Hallo, ich bin Charzi, die Schmiedin des Lagers. Es ist gut, dass hier ein paar kräftige Abenteurer auftauchen. Viele unserer Schwestern haben tapfer gegen Diablo gekämpft, als er die Stadt Tristram zum ersten Mal angegriffen hat. Sie kamen als erfahrene Kriegerinnen zurück, manche mit sehr mächtigen Gegenständen. Es scheint allerdings, als wäre ihr Sieg nur von kurzer Dauer gewesen. Die meisten sind seither Andariel verfallen. Da kommen wir jetzt eher nichts. So, quatschen wir doch hier den an. Guten Tag auch. Ich bin Geet und kann euch schon sagen, dass ich euer bester Freund in diesem vermaledeiten Lager bin. Eine Ersatzwaffe, etwas Gold, einen kleinen Edelstein. Mehr will ich nicht als Gegenleistung für die Ausrüstung, die ihr für eure Reisen brauchen werdet. Aber, keine Angst. Meine Sachen halten bestimmt ein Leben lang und haben 2 Tage Garantie. 2 Tage nur. Ach Gott, wie schlecht. Oh, Glücksspiel. Ah, da muss man
Gold einsetzen, dann kannst du eins davon bekommen oder was? Okay. Gut, ja, das ist dann hier jetzt erstmal die kleine Einführung. Und richtig starten tun wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao, ciao.